Als erstes Modell zeige ich Ihnen jetzt den Glatt Sombrano. Ein sehr schönes Modell, was wir sehr oft verkaufen. Der Glatt Sombrano wird standardmäßig mit einem Drehfuß ausgeliefert. Über das Fußpedal kann ich den Schirm eben verstellen und so um 360 Grad um den Mast drehen. Sobald ich das Fußpedal loslasse, rastet der Schirm ein und wir haben hier einen kugelgelagerten Drehfuß. Der Drehfuß wird direkt entweder auf die Bodenhülse oder auf den Sockel mit 5 Schrauben aufgeschraubt. Der Schirm ist damit ausreichend befestigt. Das Tolle an dem Glatt Sombrano ist, wenn ich ihn öffne, ich habe hier keine großartigen Verstellmöglichkeiten, die ich habe, sondern ich drehe lediglich an der Kurbel und der Schirm geht auf. Mehr muss ich nicht machen. Toll ist auch, dass der Sombrano sich im Vergleich zu anderen Schirmen mit relativ wenigen Kurbelumdrehungen öffnen lässt. Man dreht den Schirm so lange auf, bis das Dach straff gespannt ist und der Strebenkranz völlig eingezogen ist. Dieser Glatt Sombrano S Plus hat jetzt eine Größe von 3x4 Metern. Die lange Seite, die 4 Meter Seite bei rechteckigen Ampelschirmen ist dabei immer am Mast. Das heißt, ich kann die kurze Seite nicht am Mast haben. Den Glatt Sombrano gibt es mit silberfarbenem Gestänge oder anthrazitfarbenem Gestänge. Bei Anthrazit ist es die RAL 7012. Wie bei Glatz üblich kriegt man den Schirm in 3 unterschiedlichen Tuchqualitäten. Das ist, Glatz nennt es die Stoffklasse 2, 4 und 5. Die Stoffklasse 2 ist nicht spinndüsengefärbtes Polyestergarn. Das heißt, das Garn ist nur an der Oberfläche gefärbt, bleicht relativ schnell aus im Vergleich zu den anderen beiden Tüchern und ist auch nicht ganz so reißfest. Die mittlere Stoffkategorie ist schon wasserfest, bis 100 mm Wassersäule auf den Quadratzentimeter Schirmtuch. Das heißt, leichte Regenschauer hält dieses Tuch aus. Und die Stoffklasse 5 ist extra nochmal Teflon imprägniert, deutlich dicker mit 300 Gramm pro Quadratmeter Flächengewicht und besonders reißfest. Den Glatt Sombrano kann ich auch neigen, und zwar nach rechts und links. Dazu habe ich hier diesen Griff, den ich herausziehe, die gewünschte Schrägstellung einstelle, wieder einraste, den Schirm drehe und den Griff wieder am Mast festdrücke. Und schon habe ich den seitlich geneigt. Hier haben wir jetzt eine seitliche Neigung von 36 Grad. Maximal sind 54 Grad möglich. Das Zurückstellen erfolgt gleichermaßen. Ich dearretiere den Griff, stecke ihn wieder rein, habe den Schirm wieder gerade ausgerichtet. Das Gleiche geht auch in die andere Richtung. Machen wir mal die maximale Neigung von 54 Grad. Und da sieht man schon, dass hier der Sombrano auch sehr gut als Sichtschutz dienen kann. Natürlich ist die Windanfälligkeit, wenn ich das Dach so neig gesteigt habe, größer als wie wenn das Dach horizontal ausgerichtet ist. Windstabil ist der Sombrano in der Größe 3x3 Meter bis 45 km/h Windgeschwindigkeit und in der Größe 3x4 Meter bis 35 km/h Windgeschwindigkeit. Grundsätzlich kann man sagen, dass die runden Größen günstiger sind als die quadratischen oder rechteckigen Größen. Von daher ist es auch überlegenswert, den Schirm in einer runden Form zu nehmen. Den Sombrano gibt es in 3,50 Meter rund, in 4 Meter rund, in 3x3 Metern, in 3,50x3,50 und in 3x4 Metern. Der Glatt Sombrano ist hier auf einem schönen Rollensockel montiert. Das heißt, ich kann den Schirm sehr einfach verschieben und in eine andere Position und an eine andere Stelle bringen. Über das Fußpedal hier kann ich den ganz leicht wieder absenken und der Sockel steht dann wieder sehr fest. Das hier ist der 150 Kilo Rollensockel von Glatz.